Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute nochmal was Spannendes, also was ich zumindest spannend finde. Ich bin auf der Suche nach einer Video-Idee ein wenig auf Rexroll rumgescrollt und da ist mir eine Sache ins Auge gesprungen und zwar gibt es Leaderboards auf Maxroll. Und da gucken wir mal gerade rein, da ist mir nämlich eine Sache aufgefallen. Also erstmal finde ich es krass, dass man hier mit YouTube-Link sofort, da sitze ich gerade drüber, aber sofort sieht, wie ein Avatar auf Seer Tier 25 oder der höchste Tier von den Leuten da abgeschlossen wurde. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, innerlich macht das was mit mir, dass ich auch auf diese Liste will. Aber vielleicht, weiß ich auch nicht, ob ich das in Angriff nehme. Auf jeden Fall sieht man hier sowas wie Ace of Spades, hat man vielleicht schon mal gehört. Und Rob haben wir hier auch, der hier mit drin ist. Aber eine Sache ist mir aufgefallen, und zwar der Build. Und wenn ihr mal hier drauf achtet, klar, hier ist Shred, aber es ist immer Hotar Ball Lightning. Hotar, Ball Lightning, Ball Lightning. Twisting Blades hat sich da drin verirrt. Ball Lightning, hier nochmal ein Shred, Hotar. Shred, man muss auch mal aufpassen, ihr könnt euch die Videos immer angucken. Ich werde euch einfach mal die Liste unten markieren, in die Videobeschreibung packen. Da könnt ihr ja selber mal durchklicken, euch die Videos angucken, falls euch das interessiert. Die ganzen Chinesen haben ja ihr eigenes YouTube mit Bilibili irgendwie. Also wenn ihr da Bock habt, könnt ihr selber mal reinschauen. Hier steht auch immer drin, mit wie vielen Leuten der geklärt wurde. Deswegen, es gibt auch manche Dinger da drin, wo Leute gezogen wurden, sage ich mal. Aber darum geht's nicht. Für mich geht's darum, wann kam denn hier mal einer mit einem interessanten Build, den ich spannend finde? Weil Hotar Ball Lightning, den kenne ich. Ihr wisst, Hotar mag ich nicht so. Charge Bolt, aber wieder Sorcerer. Es ist irgendwie nur Barbar und Sorcerer und was Z-Neck ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn wir hier weiter runtergehen, kommt eine Sache. Und zwar der Infinimist. Und da habe ich irgendwie Bock bekommen, weil wenn wir hier drauf gehen, können wir auch den Build sehen, der gespielt wurde. Und den Build habe ich hier, den werde ich euch auch unten reinpacken. Und den kann man einfach nachbauen. Und das habe ich gemacht. mir fehlen einige Sachen noch, also zum Beispiel die Waffe. Ich habe keinen Black River, aber da könnte ich bei Duril mir einfach einen holen gehen. Ich habe aktuell die lidlose Wand drin. Da müsste ich dann auch eine normale nehmen, vor allen Dingen auch für den Aspekt, dass der Infeminist überhaupt funktioniert. Mir fehlt ein Ring. Ich habe hier noch den rostigen Ring, aber da gehen wir gleich zusammen einen holen. Da gibt es nämlich einen coolen Trick. Und ansonsten müsste ich aber eigentlich alles haben. Ich habe noch meine Hosen geholt vom Druiden und hier nochmal gerollt. Meine Rüstung war schon richtig, meine Handschuhe waren schon richtig. Flickerstep ist richtig, Harlekin spielt er, das passt natürlich auch perfekt. Also mir fehlt ein Ring. Mir fehlt eine Verteidigung, mir fehlt der Black River. Und ich würde sagen, zusammen im Video holen wir einmal den Ring. Zeige ich euch gleich, wie das geht. Und ich zeige euch, wo es die ganzen Items gibt. Als erstes nochmal in den Loot Table. Und da seht ihr, Black River gibt es bei Duriel. Das heißt, wenn ihr aktuell Uber-Unix dort farmt, da ist ja die erhöhte Chance, da könnt ihr dort auch Black River bekommen. Und den Ring, den ich gerade angesprochen habe, man kann hier drei unterschiedliche Ringe nehmen. Einmal den Ring, den ich ja habe, den solltet ihr auf jeden Fall euch holen. Den gibt es bei Varshon. Der macht, dass Skelette, Explosionen und so weiter automatisch ausgeführt werden nach einer bestimmten Zeit. Und dann gibt es hier noch den Best in Slot mit 25% mehr Schaden während einer Barriere. Das wäre aber jetzt schwierig, den zu finden mit diesen ganzen verschiedenen Aspekten und Affixen. Es gibt aber hier auch noch einen Blood Curse Band. Und da bin ich stutzig geworden, weil der hat nur drei Affixe. Und ihr wisst, wenn ihr schon länger meinen Kanal verfolgt, es gibt Ringe, Items und so weiter in der Welt verstreut, die drei Affixe immer haben und die fallen können von geheimen Endbossen. Und da gehen wir jetzt hin. Und zwar gibt es denn hier den Boss Lord Eonan. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, checkt auf jeden Fall mein altes Video ab. Da habe ich schon mal ein ganzes Video zu gemacht. Und da würde ich jetzt einmal hingehen und mit euch versuchen, diesen Ring zu bekommen. Es gibt nur eine Chance, dass der Ring fällt. Keine 100% Chance. Aber wäre natürlich ganz cool, wenn ich den jetzt direkt bekommen würde. Eine Sache, die ich auch nicht wusste, da könnt ihr mir vielleicht unten auch in den Kommentaren helfen. Ich wusste nicht genau, was ich hier unten reinpacke. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall eigentlich keine Leichenexplosion und Leichenranken brauche, weil die automatisch gezündet werden. Ich habe aber Explosionen jetzt reingenommen, weil die kann man ja viel zünden. Keine Ahnung. Ich weiß noch gar nicht, worauf der Build basiert. Es ist das erste Mal, dass ich den Build auch spiele. Mir fehlen noch ein paar Sachen, deswegen. Naja, gucken wir mal rein.
So, hier ist der Blutverfluchte. Ja. Ich weiß. Blutverfluchtes Band. Oh mein Gott, direkt gefunden. Das ist natürlich mega nice. Wir killen hier mal gerade alles, damit ich gucken kann. Das ist übel lucky. Und ihr seht hier, genau die Affixe, die auch auf Maxwell drin waren. Ist ein bisschen doof mit Englisch und Deutsch, aber habe ich leider keine andere Möglichkeit. Ihr seht, hier sind genau die gleichen Sachen. Schaden, nachdem man Blood Orb aufsammelt. Blood Orb Healing und Schaden zu nahen Gegner, was ja vor allen Dingen wichtig ist. Das ist natürlich nur eine Notlösung, Leute. Ihr solltet euch auf jeden Fall den besten Slotring holen. Ist für mich aber jetzt gerade super, weil ich ja auch den Affix brauche mit der Barriere. So, ich habe den Ring fertig gemacht, hochgelevelt und den Aspekt draufgepackt. Ich habe überall die Rüstung mit reingehauen, damit ich auf 10.000 komme. Das reicht dann. Sollte reichen für Avatar of Seer. Ich muss dazu sagen, ich habe zwei Glyphen noch nicht auf 21. Einmal Aufopferung und auch Kontrolle auf Level 1. Aber mit Avatar of Seer, also mit dem Schlachthaus, sollte das auf jeden Fall sehr schnell gehen. Und da werde ich jetzt auch einmal reingehen. Ich überlege, ob ich zum Prüfen erstmal hier vielleicht eine Gore-Ruine, da haben wir einen starken Boss oder Scirocco-Höhle. Ich mache mal eine Scirocco-Höhle, Level 94, ist sogar schwerer als eigentlich ein Schlachthaus Level 1. Einmal Scirocco-Höhle durchgehen und gucken, wie das läuft. Und wenn das Video dann noch nicht zu lang ist, versuche ich auch noch das Schlachthaus zu machen. Obwohl falsche Waffe, falsche Schild und eigentlich nicht perfekten Ring und mir fehlt der Infeminist, der Aspekt, der natürlich ultra wichtig ist auf der auf dem Schild, weil aktuell bin ich ja nicht Infimist, weil Infinimist, weil das Ding wird ja gar nicht zurückgesetzt. Aber schauen wir mal. Es läuft ja auch viel mit Schattenschaden, ist also relativ ähnlich auch zu meinem Schattenschadenbild, sage ich mal. Mit Flickerstep einfach durch die Gegner durchrennen. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ich mache. Fühlt sich aber sehr. Fühlt sich auf jeden Fall sehr unbesiegbar an. Schauen wir mal. Ich muss ja gar nicht alles killen, fällt gerade auf. Stimmt, wir sind ja gar nicht hier im Schlachthaus. Ich renne mal eben durch und danach gehe ich in den Schlachthaus. Oh, gerade wo ich hier spiele. Flickerstep plus Pest ist ja ultra der Cheatcode. Weil man diese Pest ja, oder weiß nicht, was das für ein Ding ist, aber immer wieder zünden kann. Das heißt, ich kann mein umsonst mein Abklingzeit, vielleicht seht ihr das, boah, es ist schwierig zu spielen und zu labern. Ich kann die Abklingzeit von meinem Ausweichschritt immer wieder zurücksetzen mit der Pest. Das ist ja witzig. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Stimmt. Ich kann das ultra schnell zünden und wieder springen. Zünden, springen, zünden, springen. Und habe so die ganze Zeit eigentlich meinen Bounce-Storm aktiv. Das ist ja witzig. Okay, chillig. Scirocco-Höhle ging echt easy klar, deswegen würde ich sagen, wir gehen einfach mal ins Schlachthaus. Zack. Und guck mal, wie er da läuft. Und ich will echt, dass ihr daran denkt, mir fehlen 4 Items. Ring, Waffe, Schild und vor allen Dingen der Aspekt für Infimimist. Das heißt, ich spiele gerade ohne den Blutnebel. Das heißt, eigentlich spiele ich es gerade total falsch, aber ist ja einfach nur mal ein Test zu sehen. Ey, es gibt ein Leaderboard, ihr könnt die Sachen danach bauen, wenn ihr darauf Bock habt und vielleicht auch euch aus Leaderboard schmuggeln. Eigentlich müsste der Build theoretisch hier über eine Stufe 1 lachen, obwohl ich hier die falschen Sachen spiele. Wenn der Stufe, ich weiß nicht, was stand da, 23 oder 24 hat er geschafft, der Build. Infinimist. Ja, auf jeden Fall, Schlachthaus fühlt sich auf jeden Fall schon mal leichter an als gerade die Scirocco-Höhle. Da sieht man mal wieder, dass sie das echt reduziert haben und die Schlachthaus Stufe 1 einfacher ist als ein 94er normales Nightmare Dungeon. Vor allen Dingen, weil man ja auch nie so genau weiß, was hat man hier für... Weiß ich gar nicht, wurde das eigentlich mal aufgeklärt? Leute, wisst ihr das auch im Chat? In den Kommentaren. Gibt es hier jetzt irgendwelche Malusse, negative Affixe im Schlachthaus oder nicht? Ich weiß das nämlich nicht. Weil selbst wenn ich hier gucke, man sieht es ja nicht. Also entweder ist es komplett versteckt und man weiß es nicht. Oder es gibt keine. Hm,
Das Ganze spielt übrigens auch ohne Melted Heart. Das ist vielleicht auch ganz spannend für die meisten Leute. Hota und Ball Lightning setzen ja beide, soweit ich weiß, oder vermehrt auf Melted Heart. Das hat der Bild hier zum Beispiel nicht. Finde ich ganz cool. Ohne Melted Heart Schlachthaus in einer sehr hohen Stufe geschafft. Finde ich das ganze Melted Heart Ding. Ich bin auch schon froh, dass das ein bisschen genervt wird nächste Season. Ist in gerade fürs Schlachthaus, so fürs normale Game nicht, aber fürs Schlachthaus ist es echt zu stark. Wenn man ein Bild da perfekt drumherum baut. So im Standard-Game, wenn ihr jetzt irgendeinen anderen Bild spielt, der da nicht drauf passt, dann natürlich nicht so gut, aber ich finde es schade, dass man damit so einen unbesiegbaren Bild bauen kann. So, jetzt haben wir gleich das Schlachthaus geschafft und lief echt easy. Und dann kann ich auch schön meine Glyphen wieder leveln. Mir fehlen ja, das stimmt, es fehlen ja auch noch zwei Glyphen, die nicht auf 21 sind, beziehungsweise nicht, weil es auf 15. Oh, das ist natürlich perfekt. Leute, wieder Top-Tipp. Wenn ihr bei den Dingern hier seid, am besten euch einen Schrein bereithalten, weil dann ist es gar kein Problem. Chillig. Können wir das hier noch eben auf 15, 13, 14, 15? Hat genau auf 15 gepasst, lol. Und dann kann ich noch Kontrolle machen. Ja, Leute. So bin ich vorgegangen. Ab auf die Leaderboards. Schaut euch das an. Auf dem Map-Link lasse ich euch auch noch da, wenn ihr den Ring auch haben wollt, den ich hier habe. Hatte relativ Glück, dass er direkt beim ersten Mal gefallen ist. Ist aber bei weitem nicht der perfekte. Die perfekten Affixe wären auf jeden Fall andere. Lasst mir gerne eure Meinung unten in den Kommentaren stellen. Wäre ich sehr interessiert, was ihr dazu sagt. Lasst gerne ein Follow auf den Kanal da. Ich weiß, ganz viele von euch haben noch nicht gefollowt. Wenn ihr den Kanal noch weiter unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch Kanalmitglied werden für 99 Cent. Ansonsten würde ich mich wie immer über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.